Lockdown-Stundenplan. Hier seht ihr. Oh, ich bin dran. Ich muss zeigen. Oh, hallo, guten Morgen, Leute. Hallo, hallo. Heute ist mein erster Schultag wieder nach den Ferien und ich bin gerade aufgewacht und ich sehe aus wie... Darüber reden wir am besten nicht. Meine Haare sehen gerade auch aus wie von so einem Strubbelpeter. Ich habe mit offenen Haaren heute geschlafen. Ich weiß nicht, ob ich die nicht mal aufgekämmt hier kriege. Aber bevor wir jetzt, schauen wir eben nach. Wir haben jetzt 7.04 Uhr. Ja, und meine erste Stunde fängt an um 10 vor 8. Das hätte man ja auch ganz ehrlich mal ein bisschen später anfangen lassen können. Also da hätte man ja von mir aus so ein bisschen länger auch machen können, dann bis 14 Uhr oder sowas. Es nervt mich immer voll, dass ich so früh aufstehen muss. Weil ich bin völlig aus dem Rhythmus. Ich bin sonst immer viel, viel später aufgestanden. Okay, ich muss mich jetzt fertig machen und mich anziehen. Oh, mein Bett vielleicht machen. Ich habe übrigens noch meine Weihnachtsmannsocken an. Oh Gott, aber die sind so weich. Hallo. Okay, bevor ich mein Bett um mein Face kümmere, mache ich gleich erstmal mein Bett, weil ich kann das nicht gar nicht ertragen, wenn es weiterhin so unordentlich ist, weil überall liegen dann immer die Kissen rum und so. Und die Madame muss jetzt leider mal hier runter, ne? Ich muss jetzt mein Bett machen. So, mein Bett ist gemacht und jetzt geht's ans Make-up. Oh, Deo. Nicht, dass ich das vergesse. Ich mache ein bisschen Make-up, obwohl Online-School ist, weil ich will ja auch nicht aussehen wie Hempels unterm Sofa da gleich. Weil die Kameraqualität von diesem Video-Meeting, da ist eh schon immer so schlecht. Da sieht man eh schon immer schlechter aus. Und das will ich ja auch nicht direkt am ersten Schultag, ne? Also mache ich jetzt mal kurz meine Wimpern. Ich überlege auch gerade, was ich eigentlich für Stunden gleich habe. Ich weiß es gar nicht mehr. Ich kenne meinen Stundenplan schon gar nicht mehr. Nach normalen Stundenplan hätte ich jetzt Doppelstunde Englisch, Doppeldeutsch und Doppelkunst, glaube ich. Wow! Meine Lampe hat sich gerade selbstständig gemacht. Die ist einfach richtig hell gerade geworden. Das ist richtig spooky. Habt ihr das mitbekommen? Okay. Da macht sich einfach selbstständig Lampe, ne? Die ist auf einmal voll hell geworden. Okay, gut. Wo war ich stehen geblieben? Achso, aber ich glaube, wir kriegen auch so einen extra Online-School-Stundenplan. Da muss ich gleich mal nachgucken. Gut, dass ich das auch am Morgen, bevor es losgeht, nachschaue, welche Stunden ich habe. Nein, ich habe immer Tusche an meiner ganzen Hand. Guck mal! Ich habe hier meine einzige Make-up-Palette, die ich auch nur habe. Das ist Into the Snow Glow. Ich glaube, die habe ich vor 3 Jahren mal irgendwie gekauft, weil ich Lust drauf hatte. Könnt ihr mir mal gerne schreiben in den Community Tab, was ihr eigentlich besser findet. Online-School oder normal zur Schule gehen. Also ich finde Online-School ein bisschen entspannter auf jeden Fall, weil dann kann ich mir halt selbst einteilen, wann ich die Aufgaben mache und muss halt nicht dahin fahren in die Schule. Sieht auf jeden Fall schon besser aus, finde ich, als gerade eben. Jetzt kümmere ich mich um meine Haare und dann meinen Stundenplan, den ich hoffentlich noch irgendwo auftreiben kann. Lockdown-Stundenplan. Das heißt, wir haben jetzt 1 Stunde Englisch, dann haben wir, also wir haben immer eine Doppelstunde montags, habe ich ja gerade eben gesagt. Und wir haben dann immer 1 Stunde, also 45 Minuten, so eine Videoclass, natürlich auch direkt immer am Anfang, damit man auch schön aufsteht, wann bin ich jetzt aufgestanden? Naja, früh aufsteht. Und dann haben wir immer so ein paar Aufgaben, die wir dann in der 2. Stunde erledigen müssen. Dann haben wir erst Englisch, dann Englisch-Aufgaben, Deutsch, also Videokonferenz, dann wieder Deutschaufgaben, dann Kunstvideokonferenz. Nee, erst dann Deutschaufgaben, dann Kunstaufgaben und dann zum Abschluss noch eine Kunstvideokonferenz. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall sehr drüber. Ich muss mich noch anziehen, oder?
Ich glaube, ich ziehe mich erstmal an jetzt. Und danach gucke ich, was ich mit meinen Haaren noch zustande kriege. Oh, Mist, was ziehe ich an? Das habe ich ganz vergessen. Scheiße! Okay, das ist jetzt mein fertiges Outfit. Und jetzt ziehe ich noch diese Jacke da drüber. Diese Oversized-Jacke. Die ist sehr, sehr groß, aber die ist sehr, sehr gemütlich halt einfach. Aha, also das ist meine Jogginghose. Ich habe so eine hellblaue Jogginghose angezogen mit so einem Top einfach hier. Und dazu diese Oversized-Jacke. Tada! Und jetzt suche ich mir noch ein bisschen Schmuck raus. Ich fühle mich halt irgendwie ein bisschen fancy. Die mache ich mal hier runter, das ist ja so. Und ich drehe ich einfach hier rum, weil ich habe gerade meine Kette rumfliegen sehen. Ich schmeiße meinen Schmuck einfach immer überall hin. Der ist im ganzen Haus verteilt. Manchmal suche ich den stundenlang, aber so braucht man eine Kette. Also heute ziehe ich mal die hier an. Sieht man die ungefähr? Falsch rum? So? Ja, das ist auf jeden Fall die Kette, die ich heute anziehen möchte, die Kamera nicht scharf stellen will. Die ist von Captain Sun, die habe ich ja zu Weihnachten bekommen. Und ich habe noch die an, in der schlafe ich auch immer. Keine Ahnung, warum so eine Kette anzuhaben am nächsten Tag schon. Final Outfit. Hier ist Chaos, das kriege ich einfach beiseite. So, vielleicht scheint es ja jetzt scharf. Da sind meine Ohrringe, diese mit dem Mond, ne? Und hier ist die Kette, die so aussieht. Jetzt sieht man es auch mal besser. Okay, jetzt mache ich mir durch zwei Zöpfe. Ich hatte eigentlich überlegt, meine Haare zu locken, aber das habe ich schon letzte beiden Tage gemacht. Und ich weiß nicht, ob das so gut für die Haare ist, wenn man die so hintereinander lockt. Also mache ich einfach zwei Zöpfe und dann bin ich fertig. Es geht jetzt schnell. Ne? Linda, du. Kleine Schnurrimaus heute. Aua, nicht pitchen. Okay, ich muss jetzt hier schnell mal meinen Laptop rausholen aus meinem Rollwagen, der sehr ordentlich aussieht auf jeden Fall. So, ich bereite jetzt hier schon mal alles vor. Meine Rolllade soll ich auch mal hochmachen. Fun Fact, zwischendurch, früher habe ich immer aus Versehen Rollerlade gesagt. Ich konnte bis ich 7 war oder so nicht das Wort Rolllade aussprechen. Das wollte ich jetzt einfach kurz nebenbei erwähnen. Oh Gott, okay. Gut, achso, ich muss mir jetzt noch schnell ein Frühstück machen. Mist, stimmt, ich habe ganz vergessen, mir was zu essen zu machen. Okay, ich muss mich jetzt mal hier schnell anmelden. Hallo, bitte an, danke. Okay, gut. Wir machen es nur mit Microsoft Teams. Das geht eigentlich ziemlich gut. Nur manchmal spielen unsere Jungs immer so schön, andere Leute rausschmeißen. Das kann man nämlich machen. Und die Lehrer checken das nie, dass sie da einfach andere Leute rausschmeißen können. Manchmal schalten die auch einfach unseren Lehrer stumm und so. Das ist immer sehr schön. Aber ja, wie viel haben wir? 46. Okay. Ich wollte euch noch meine coolen Notes zeigen, die ich hier immer habe. Hier seht ihr. Die mache ich jetzt immer mit GoodNotes, keine Werbung. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, wenn das auf dem iPad ist, weil dann kann man das viel schöner designen. Das geht auch irgendwie viel schneller zu machen. Jetzt haben wir aber kein Französisch, sondern Englisch. Die Notes muss ich jetzt gleich noch raussuchen. Aber, ja, genau. Oh Mist, ich habe noch meinen Christmas-Hintergrund übrigens noch. Den muss ich dringend mal umändern. Aber ich finde, ich mache es einfach gleich in Kunst, weil das passiert eh nichts Spannendes, was man sich irgendwie merken müsste. Und in den Ferien hatte ich irgendwie keine Geduld dazu, weil es immer so lang dauert, aber... Ja, ist ja auch ein bisschen mit Kunst. Ich designe ja was. Ist doch schön. Okay, ich muss jetzt da rein. Bis dann. So sieht es übrigens hier aus bei uns mit unserem Teams. Warte, ich zeig's euch. So sieht das aus. Also hier kommen dann immer die Aufgaben. Dann kann man hier das Fach auswählen, welches man jetzt gleich hat. Und dann steht hier auch immer die Videokonferenz. Da ist noch irgendeine Konferenz an. Das ist aber ein Fehler, weil die ist schon gar nicht mehr da. Und gleich ist jetzt hier Deutsch. Wo ist das denn da? Deutsch haben wir gleich, genau. Ich kann bei der Videokonferenz leider nicht mitfilmen, weil das wäre ein bisschen komisch. Da kriege ich, glaube ich, Ärger. Weil man sieht ja auch immer die Leute und so.
Übrigens habe ich mir gerade eben voll so eine Tackernadel in meinen Finger reingerammt, weil ich habe neue Nadeln in meinen Tacker reingefüllt. Und ist die voll in meinen Finger gepiekst. Aua. Wir hatten jetzt gerade die Deutsch-Video-Konferenz. Das war sehr, sehr anstrengend in meiner Klasse, weil alle die anderen schon geschaltet haben und manche Leute rausgeworfen haben. Also, in meiner Klasse ist das nicht so lustig. Ich habe mir gerade mal so eine App runtergeladen, die heißt Plant Nanny. Das ist keine Werbung, aber die erinnert einen immer so ans Trinken. So sieht die aus, so eine Pflanze, die irgendwann wächst. Das fand ich irgendwie richtig süß, deshalb habe ich die mal runtergeladen, weil ich trinke immer zu wenig. Ich warte jetzt, bis mich jemand hier in die Kunstbesprechung reinlässt. Und ja, dann schauen wir mal, ne? Oh mein Gott. Okay, Leute, das war mein erster Tag online school jetzt. Mein Fazit ist, dass es ziemlich langweilig und chaotisch war. Also es war jetzt nicht besonders anstrengend, weil montags ist auch meistens so ein Tag, wo wir gar keine anstrengenden Fächer haben. Aber ja, es hätte schlimmer sein können, ne Linda? An das frühe Aufstehen werde ich mich wohl noch gewöhnen. Aber jetzt gehe ich erstmal runter was essen. Ich habe total Hunger. Und ihr könnt dem Video gerne einen dicken Daumen nach oben da lassen und sehr gerne meinen Kanal abonnieren. Aktiviert auch gerne das Glöckchen, dann verpasst ihr nichts mehr von mir. Und jetzt gibt es noch das Shoutout of the Day. Ne, ne, ne? Warte, ich hab das hier irgendwo, ich weiß es ganz genau. So. Ja, Linda putzt sich erstmal. Danke. Ich hab's gleich. Sekunde. Heute grüße ich mal die Hayat. Sie hat geschrieben, deine Videos inspirieren mich immer wieder. Kannst du wieder mal eine Turnroutine machen? Du bist mega hübsch und hör nie auf mit YouTube. Kannst du mich mal grüßen? Heiße Hayat. Ganz viele Grüße gehen raus an Hayat. Vielen lieben Dank für deinen lieben Kommentar. Es freut mich immer sehr, wenn ich höre, dass sich meine Videos inspirieren. Und ich kann mal schauen, ich mache bestimmt nochmal bald ein Turnvideo, ne? Linda, machst du da mit? Okay, ich gehe jetzt essen. Bis dann, wir sehen uns und ich wünsche euch auch viel Spaß bei Homeschool oder normaler Schule, je nachdem, was ihr habt. Aber ich glaube, Homeschool ist wahrscheinlicher. Und ja, wir sehen uns. Tschüss. Sagst du Tschüss? Okay.